Hallo und herzlich willkommen hier zur Abschlusspräsentation von Jugend Hackt in Köln Remote 2021. Heute live aus Köln-Müngersdorf. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe gesehen, es sind auch schon ein paar im Chat angekommen. Darüber freuen wir uns sehr. Ganz genau. Bevor es gleich losgeht, ich weiß, ihr seid alle hier anwesend, um die ganz tollen Projekte zu sehen, die an diesem Wochenende entstanden sind. Bevor es aber wirklich losgeht, wollen wir nochmal die Chance nutzen und euch ein wenig darüber aufklären, was Jugendhack denn überhaupt ist, liebe Caro. Oh, was ist denn Jugend Hackt? Dazu haben wir eine tolle Präsentationsfolie vorbereitet. Und zwar ist Jugend Hackt ein Programm für junge Menschen, die mit ihren technischen Fähigkeiten die Welt verbessern wollen. Dabei haben wir jährlich das Motto: Mit Code die Welt verbessern. Ganz genau. Und weil es natürlich uns total wichtig ist, den unterschiedlichen Ansprüchen der und Bedürfnisse der Jugendlichen entgegenzukommen oder auch gerecht zu werden, gibt es auch drei verschiedene Angebote bei Jugend Hackt. Zum einen die Hackathon-Events, also sowas wie wir am Wochenende durchgeführt haben, wo man ein ganzes Wochenende zusammensitzt und tüftelt, werkelt und am Ende, sowas wie heute, diese große Abschlusspräsentation, die Projekte zeigt, die an diesem Wochenende entstanden sind. Das andere, was es noch gibt, sind die regionalen Labs. Da wird in Werkstätten in ja, regelmäßigerem Austausch an ja, Kleinprojekten gearbeitet, sich mit Gleichgesinnten ausgetauscht. Und das dritte Angebot, was es bei Jugend Hackt gibt, sind die internationalen Austausche, die ja leider derzeit nicht möglich sind. Aber wir sind uns sicher, dass es ganz bald wieder möglich sein wird, sich mit unterschiedlichen Kulturen und Leuten zu vernetzen. Genau. Die Hackathon-Events, das, was wir dieses Wochenende durchgeführt haben, finden seit 2013 statt. Und zwar wurden die ins Leben gerufen von Mediale Pfade und der Open Knowledge Foundation. Wie ihr seht auf der Folie, ist die Community über die letzten Jahre sehr gewachsen. Wir haben inzwischen über 10 Events im deutschsprachigen Raum, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das sehr gerne tun. Und zwar können Sie beitreten, dem Jugendhackt Freundeskreis zu erreichen unter der Adresse freundeskreis.jugendhackt.org. Das ist auch die Anlaufstelle, wenn Sie zum Beispiel mit Ihrer Firma etc. Sponsoring-Partner werden möchten. Man merkt also, ein Besuch lohnt sich. Jetzt, wo wir hier gerade alle zusammen sind, wollen wir auch die Chance nutzen, nochmal unsere Kollegin vom Projekt Hello World vorzustellen. Denn unter normalen Umständen, wenn wir normalerweise wären wir ja am Tor 28 in Köln, wenn wir uns vor Ort zusammen getroffen hätten, dann würde es auch das Angebot Hello World dort geben. Denn das richtet sich an EinsteigerInnen. Und an dieser Stelle sind wir uns sicher, dass bestimmt auch das ein oder andere Geschwisterkind uns gerade zuguckt. Deswegen möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass da auch ein Ferienevent geplant ist, wo man sich noch anmelden kann. Also schaut gerne auf der Homepage www.helloworld.org vorbei und vielleicht habt ihr ja Lust drauf, da einfach mal reinzuschauen und tatsächlich auch bei dem Feriencamp dabei zu sein. Genau. Genau. Ein Wochenende lang gemeinsam Code tüfteln, diskutieren. Das haben wir dieses Wochenende und noch an einem Vorabtermin an einem Samstag getan. Dabei sind letztendlich fünf wahnsinnig spannende Projekte entstanden. Insgesamt waren wir hier 22 Teilnehmende. Diese wurden unterstützt von 13 ehrenamtlichen Mentorinnen und uns 7 Orga-Kräften. Gespickt war das Ganze auch noch von Input-Vorträgen, damit auch das Gehirn noch ein bisschen weiter geschult werden konnte von Expertinnen, zum Beispiel zum Thema Git oder Open Data. Wir sind eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir es geschafft haben, das Gemeinschaftsgefühl auch online rüberzubringen. Dazu Auf jeden erzählen wir aber Fall. zwischendurch immer mal noch so ein paar kleine Anekdoten. Ja, auf jeden Fall war es sehr schön. Ja, ich glaube, das können wir schon mal festhalten. Als kleinen Einblick für euch da draußen wollten wir nur noch mal festhalten, dass es auch ein Motto dieses Jahr wieder gab. Und zwar stand Jugend Hackt dieses Jahr unter dem Motto: Was kommt danach? Ich glaube, wir können soweit sagen, dass nicht nur bei den Jugendlichen, sondern dass es gilt für alle Menschen, die vielleicht wahrscheinlich auch gerade zuhören, das Jahr besonders aufregend war, vielleicht auch vieles auf den Kopf gestellt hat. Und genau das sollte dieses Jahr thematisieren werden. Also wir wollten eine Plattform bieten, um sich darüber auszutauschen, wie denn das danach aussehen könnte, wie vielleicht auch das neue Normal aussehen könnte. Wir sind uns sicher, dass so eine Krise immer auch als Chance verstanden werden kann, dass vieles in Bewegung gesetzt wird und genau darum ging es dieses Jahr.
Was genau die Jugendlichen entwickelt haben, darum geht es gleich. Das bestimmen sie erstens auch selbst. Also die konnten beim Brainstorming ganz alleine entscheiden, womit sie sich thematisch auseinandersetzen möchten. Womit genau, das erfahrt ihr gleich. Denn zuerst wollen wir einmal Danke sagen, liebe Caro, oder? Genau, das ist auch einer meiner liebsten Parts, neben der Präsentation der Jugendlichen natürlich. Und zwar sagen wir Danke als erstes unserem fantastischen Orga-Team, welches hier mit uns zusammensitzt. Das da wären Caro K., Laura H., Vanessa, Kokhung, Saskia, Ben und natürlich dir, liebe Laura. Dafür extra im Chat gerne nochmal einen ganz besonderen Applaus, denn die Laura hat das dieses Jahr das erste Mal als Hauptorga durchgeführt und da bin ich ganz besonders stolz drauf. Vielen lieben Dank an auch Caro, meine Danke. ganz persönliche Mentorin, kann man an Oh. dieser Stelle sagen. Auch ganz herzlichen Dank an dich. Und natürlich auch meinerseits nochmal das Danke an die Mentorinnen und dass das Ganze hier gar nicht möglich wäre. Genau, denn die Mentees, die sind das Kernstück auch mit von unseren Hackathon-Events. Deswegen ein großes, großes Danke auch nochmal im Chat von euch hoffentlich auch an die Mentorinnen. Caro, Christian, David, Gabriel, Heiko, Jana, Julia, Marcel, Matze, Nils, Timo, Yuki und Hanno. Also eine ganze, ganze Menge. Vielen herzlichen Dank. Genau, und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, auch bei den Teilnehmenden. Denn ohne euch wäre Jugendhackt nicht das, was es ist. Und an dieser Stelle können wir euch schon mal versprechen, ihr seht gleich ganz tolle Projekte, wo ich jetzt schon mal anmerken möchte, dass wir von der Orga, vom gesamten Team und ich spreche sicherlich auch für die MentorInnen, unglaublich stolz darauf sind, was ihr geschafft und auch erschafft habt. Also auch ein ganz dicker Applaus an dieser Stelle schon mal von uns an euch, als kleiner Support, dass ihr jetzt gleich weitermachen dürft. Vorher möchte ich aber noch mal sagen, dass wir uns natürlich auch ganz herzlich bedanken möchten an unseren regionalen Partner vor Ort, in dem Fall der Fachstelle für Jugend, Medien, Kultur NRW, unserem Kooperationspartner der Stadt Köln, unserem Förderer, dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW und auch noch mal ein ganz herzliches Dankeschön an unseren Sponsoring-Partner Adesso Insurance Solutions GmbH, die uns auch dieses Jahr mit unseren Care-Paketen das ein oder andere Goodie zur Verfügung gestellt haben. Und ich glaube, von unserer Seite war es das nämlich auch schon. Wir wollen euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir sind uns sicher, ihr freut euch ganz genauso wie wir. Wir wünschen allen Teilnehmenden jetzt ganz viel Spaß, viel Erfolg. Und ja, ich kündige die erste Gruppe an, würde ich sagen. Und zwar macht den Anfang die Gruppe Multigalaxy, bestehend aus Friedrich, Jana, Alexi, Moritz, Lisa, Ines, Lukas, Hanno und Fabio. Unterstützt wurden sie von ihren MentorInnen Marcel, David, Timo und Gabriel. Viel Spaß! Willkommen zu unserer Präsentation von unserem Spiel und Projekt Multigalaxy. Ich und meine Gruppe, bestehend aus Friedrich, Jana, Aleski, Moritz, Lisa, Ines und Lukas. Ja. Ja, das Problem oder die Fragestellung, mit der wir uns beschäftigt haben, ist, dass es sehr, sehr wenige Spiele gibt, die sich mit der Pandemie beschäftigen. Und das, obwohl es auch momentan sehr, sehr wichtig für den Alltag der Menschen ist. Und daher haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man den Menschen cool das Abstand halten, näher bringen oder auch die anderen Regeln in der Pandemie. Unsere Lösung dafür war ein Spiel, genauer gesagt ein 2D-Singleplayer-Spiel, was man am einfachsten mit der Grafik von Pokémon vergleichen kann. Da gibt es Quests, also Aufgaben, die man erfüllen muss, um die Pandemie aufzuhalten. Und das letztendliche Spielziel ist es, einen Impfstoff herzustellen. Zu der Steuerung. Die Steuerung funktioniert mit den WASD-Tasten, wie das sonst so üblich ist. Und die Kamera, die folgt dem Spieler aber auch. Und die Steuerung selber ist auch etwas raffiniert. Also der Spieler, der wird schneller, wenn er läuft und bremst dann langsamer ab. Das spielt sich sehr angenehm. Genau. Außerdem, wir haben natürlich verschiedene Daten und Technologien verwendet, um dieses Spiel überhaupt erstellen zu können. Am wichtigsten davon ist wahrscheinlich Godot, das ist unsere Spiele-Engine. Das heißt, das ist das Programm, was wir verwenden, um das Spiel zu machen. Und darin können wir auch ganz einfach eine Karte erstellen, die aus verschiedenen Blöcken besteht und so zusammengesetzt werden kann. Und auch die Bewegung des Spielers, die Steuerung, die Kamera, das ist alles viel einfacher umzusetzen.
Außerdem haben wir GIMP verwendet, das ist ein Grafikbearbeitungsprogramm, denn wir mussten auch selber teilweise Grafiken erstellen oder aus den vorhandenen Grafiken neue erstellen, denn nicht alle Grafiken haben gereicht, um unsere Welt so aufzubauen, wie wir sie gerne haben wollten. Aber die Grafiken, die wir verwenden konnten, die uns auf jeden Fall sehr geholfen hatten und auch unser Projekt sehr beschleunigt hatten, weil sie schon da waren und verfügbar waren, das war das Alpaca World Tileset. Ich habe den Link in der Folie mit reingepackt. Dieses Alpaca World Tileset, das ist frei verfügbar, also unter der CC 4.0 Lizenz frei verfügbar. Das heißt, wir dürfen das verwenden, solange wir sagen, von wem das ist. Und das ist übrigens auch das, was wir, diese Grafiken wurden auch verwendet für die virtuelle Welt, in der wir dieses Wochenende unterwegs waren und uns getroffen hatten. Und das dürfte vielen schon bekannt sein und das war cool, weil wir damit schneller unsere Welt zusammensetzen konnten. Außerdem, was wir nicht vergessen sollten, wäre Git als Versionsverwaltungsprogramm. Das heißt, weil wir alle an verschiedenen Computern arbeiten und an verschiedenen Programmmöglichkeiten und Features, müssen wir das ja alles auch irgendwo wieder zusammenführen. Und dabei ist Git ungemein hilfreich, auch wenn es uns ordentlich Frust teilweise bedeutet hat. Insgesamt, also die vier Sachen, die drei Programme und die einen Daten, das sind alles freie Daten bzw. freie Software. Und wir sind richtig dankbar dafür, dass es die zum einen gibt, weil wir dadurch schnell und ohne was zu bezahlen und demzufolge auch auf einfachem Wege ein Spiel erstellen konnten und nicht alles selbst machen mussten oder von Grund auf neu anfangen mussten. Also es ist richtig cool, dass es diese Software gibt, die wir nutzen konnten und dann auch legal Spiele machen können. Und worum genau geht's jetzt in dem Spiel? Ein Schurke hat ein Virus entwickelt und auf die Welt losgelassen und nun muss man den Virus durch das Erledigen von Aufgaben besiegen. Ja, also wie Moritz gerade angesprochen hat, konnten wir mit den Grafiken eine schöne Map erstellen. Die Map hat keinen vorgegebenen Weg, man kann sich frei bewegen auf der Map und es gibt verschiedene Punkte, die wichtig sind, zum Beispiel die Supermärkte oder die Apotheke oder ganz unten auch das Forschungszentrum, ganz, ganz wichtig. Die ganzen Aufgaben sind über die ganze Map verteilt. So, das ist unsere Live-Demo. Das heißt, das hier ist das Spiel auf dem aktuellen Stand, wie weit wir gekommen sind. Wir sehen auf der rechten Seite, relativ klein vor dem Haus mit Regenbogenflaggen, ist unser Spieler. Der lässt sich steuern, wie schon beschrieben. Der steht gerade hinter dem Supermarkt. Oben sehen wir auch ein kleines Easter Egg, der Teich, der aussieht wie das Jugendhype-Symbol. Genau, Jana erkundet gerade ein wenig die Welt. Wenn du nach links gehst, Jana, dann läufst du erstmal durch unseren Park. Also da könnten wir später auch machen, dass dort Items zu finden sind, die wir brauchen oder so. Und dann gelangen wir letztendlich zu den Zelten. Also das Forschungszentrum stellt das dar. Und dort werden wir später auch einen Arzt antreffen, mit dem wir dann sprechen können. Ihr habt gerade auch gemerkt, die Kamera bewegt sich schon mit dem Spieler und genau, die Welt lässt sich problemlos erkundigen. Also natürlich kann man in diesen 2 Tagen, nicht diese 3 Tagen, nicht alles schaffen, was man natürlich geplant hat. Und die Dinge, wenn wir jetzt eine Weile arbeiten würden, wären natürlich, dass wir noch deutlich mehr Quests haben. Momentan haben wir auch ein paar geplant, welche wir natürlich jetzt noch nicht angebracht haben. Mehr Charaktere, wie bereits Moritz den Forscher gesagt hat, beziehungsweise den Arzt. Oder dass es vielleicht auch mehr spielbare Charaktere gibt, außer den einen, den wir jetzt gerade auf der Map gesehen haben. Geplant waren vielleicht auch noch mehrere Welten. Und natürlich die Vergrößerung der bis jetzt vorhandenen Map, da wir auch gesagt haben, dass das erst ein kleiner Teil ist. Und hier sieht man auch, wie groß die eigentlich hätte werden sollen. Bis jetzt ist nur der lila eingekreiste Bereich umgesetzt und wir wollten die halt noch erweitern, damit der Spieler noch mehr Platz zum Erkunden hat. Jetzt noch ein paar Danksagungen. Halt einmal an die Mentoren, Marcel, Timo, David und Gabriel, die uns halt unterstützt haben, wenn wir Probleme hatten. Und auch an die Leute, die die Daten und Technologien, die wir benutzt haben, freigestellt haben. Und danke für eure Aufmerksamkeit.
Super, vielen Dank für diesen tollen Prototypen. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr stolz auf euch sein. Ja, Wahnsinn, wie viel geschafft werden kann Ja, an ich bin einem auch ganz so aus dem einen Häuschen. Tag. Sehr toll. Ja, während sich jetzt im Chat die nächste Gruppe fertig macht, darf ich euch noch kurz ein wenig was erzählen für den Übergang. Und zwar hat es die Gruppe gerade auch schon ein wenig gespoilert. Wir haben dieses Jahr Jugendhackt in Köln in einer Online-Location stattfinden lassen. Und zwar einer 2D-Welt auf Work-Adventure, die mit eigenen Avataren erkundbar war. Das hat uns Orgas und auch den Teilnehmenden und Mentorinnen eine Menge Link-Klickerei erspart, denn die hat eine Verknüpfung mit Jitsi-Räumen. Das heißt, wenn ich in dieser Welt rumlaufe und einen bestimmten Bereich betrete, dann kann ich die Leertaste drücken und sofort öffnet sich ein Jitsi-Raum. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Das ist mega cool, weil einfach, wenn man dann, ihr müsst euch das so vorstellen, das war so ein ganzes Raumschiff mit ganz vielen unterschiedlichen Räumen. Also wir hatten eine Bühne, wo dann auch immer die gemeinsamen Aktivitäten stattgefunden haben. Wir hatten die Gruppenräume und wenn man sich auf dem Flur begegnet ist, so wie sonst auch, konnte man einfach quatschen. Ja, das war richtig toll. Die Pixelblöcke, die in dieser Welt benutzt wurden, die sind übrigens von Hanno. Deswegen danke auch nochmal dafür. Vielen lieben Dank. Und weiter geht's auch direkt. Wir haben gerade von der Regie das Signal bekommen. Und zwar mit der Gruppe Safe Space Surfing, die unterstützt wurden von den Mentorinnen Heiko und Hanno, den wir gerade erwähnt haben. Viel Spaß! Anderen in meinem Freundeskreis ist aufgefallen, wie wenig Lernraum es für Schülerinnen gibt bzw. gestellt wird. Zum Beispiel Rechner und eine Internetverbindung, mit der man am Unterricht teilnehmen kann. Zum Beispiel habe ich auch gehört, dass manche Schulen den Schülerinnen nach Anfrage Lernraum komplett verwehrt haben. Aber das war nur ein Problem, welches mir aufgefallen ist. Was ist mit Kindern und Jugendlichen, die sich in ihrer Familie nicht wohlfühlen und vielleicht eine Auszeit brauchen oder wo das Zusammenleben nicht funktioniert? Menschen, die einen sicheren und diskriminierungsfreien Ort suchen, an dem sie sich zurückziehen können, soll die Suche nach einem Safe Space so einfach wie möglich gemacht werden. Und vor allem sollen sie anonym auf der Plattform nach so einem Raum suchen können, während Institutionen offen und transparent sein müssen, um Vertrauen zu schaffen, da das Gefühl von Sicherheit essentiell ist. Genau. Wir haben, um die Orte und die Safe Spaces richtig abbilden zu können, die OpenStreetMap benutzt und die Daten, die dort mitgeliefert sind, zum Beispiel Adressen oder Namen. Zusätzlich haben wir diese für die Karte benutzt. Und um noch mehr Informationen einzutragen, fragen wir quasi selber noch zusätzliche Informationen über die Hosts an, um die vorhin erwähnte maximale Transparenz der Hosts zu gewährleisten. Dabei haben wir uns ein System überlegt, wie es dem User am einfachsten ist, den Safe Space in der Nähe zu finden. Dort sind wir auf die Admin-Level gestoßen, die bei der OpenStreetMap mit eingetragen sind. Das ist dann sowas wie Köln wäre ein Admin-Level und der Stadtteil von Köln. Ehrenfeld wäre dann ein niedrigeres Admin-Level. Das wäre dann zu vergleichen mit dem Bezirkslevel 9 und 10. Und
je nach Zoom-Level werden quasi auf diesen verschiedenen Leveln die Safe Spaces angezeigt. Dafür haben wir uns eine API geschrieben mit Flask, einen kleinen Flask-Python-Server, der uns zurückgibt, welche IDs sich in welchem Bezirk befinden. Genau. Und weil sich das Ganze anschauen viel einfacher ist, als das zu erklären, haben wir hier eine kleine Live-Demo. Hier sieht man jetzt drei Safe Spaces, beziehungsweise mehrere Safe Spaces, die auf dieser Karte angezeigt werden. Das wären dann die, die bei uns in der Datenbank stehen. In Köln gibt es bestimmt noch sehr viel mehr Safe Spaces. Und dann kann man hier in dieser Karte navigieren. Genau, und wenn man auf einen dieser Marker zum Beispiel draufklickt, dann kriegt man mehr Informationen über die verschiedenen Safe Spaces. In diesem Fall haben wir bisher nur Name und Adresse implementiert. Genau. Und von der API kriegen wir quasi nur die ID von dem Safe Space und den Namen. Ja. Ja, das ist nochmal ein älterer Screenshot. Genau, es gibt auch noch so polygonartige Formen. Dort kann man sich dann quasi nochmal genauer angucken, wie das da vor Ort aussieht. Und da wir, wie gesagt, wie eben gesagt, hier leider nie wirklich mit Projekten fertig werden, sondern eigentlich nur Prototypen bauen können, ja, haben wir uns noch gedacht, als Ausblick wäre es gut, ein Anmeldungssystem für Hosts zu schreiben und Bewertungen von Hosts durch User zu ermöglichen, sodass sich quasi alle eine klare Meinung von diesem Safe Space bilden können. Und dann will ich mich oder will unsere Gruppe sich auch nochmal bei den MentorInnen bedanken, bei Hanno und Heiko und auch bei allen anderen MentorInnen, die uns zwischenzeitlich noch geholfen haben und natürlich der ganzen Jugendhack-Community, die hier vor Ort war und ein super Erlebnis ermöglicht hat. Ja, vielen lieben Dank an die Gruppe Safe Space Surfing. Wow. Ein sehr wertvolles Projekt, unserer Meinung nach. Da haben wir schon viel auch so drüber gesprochen, wie klasse das doch ist, wenn man solche Erfahrungen irgendwie mitgekriegt hat, daraus jetzt auch so ein tolles Projekt entstehen zu lassen. Hätten wir Wochenende. Auf jeden Fall gebrauchen können während der Pandemie. Ja, das stimmt. In der Zeit, wo sich jetzt die nächste Gruppe fertig macht, wollen wir euch noch mal ein wenig davon erzählen, was wir denn in den angesprochenen Care-Paketen verschickt haben. Es ist natürlich so, dass online, ja, es nicht ganz so einfach ist, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln und auch ein Gefühl von Community irgendwie zu erzeugen. Aus diesem Grund haben wir extra Pakete losgeschickt. Wir nennen sie liebevoll Alpaka-Post, die sich vor anderthalb Wochen auf den Weg gemacht haben zu unseren Teilnehmenden und natürlich auch MentorInnen. Und dieses Paket war gefüllt mit Mate zum Beispiel, mit Snacks, mit so einer Gummibärchenpizza, weil wir normalerweise, wenn die Veranstaltung analog stattfindet, freitagabends immer Pizza bestellen. Wir hatten ganz viele verschiedene Sticker. Wir hatten natürlich auch das eben angesprochene Sponsoring-Merch reingetan, worüber sich sehr gefreut wurde. Also es gab eine Teekaraffe, da hatten wir natürlich passenderweise auch noch Tee reingetan. Es gab für jeden Teilnehmenden dieses Jahr auch ein Alpaka-Shirt, nicht das, was wir anhaben. Das gab es für die MentorInnen in diesem Jahr. Und zusätzlich noch kleine Rätsel und ein kleines Highlight, eine Hardware-Bastel-Zusammenstellung. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an unseren Kollegen Chris, der sich da sehr viel Zeit genommen hat, um euch diese Pakete zusammenzustellen. Und auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Vanessa und Laura, die mit euch gemeinsam entweder die Bastelstunde da durchgeführt haben am Samstag über Work Adventure, aber auch die Anleitung für diejenigen zusammengefasst haben, die nicht an der Bühne bei dem Event teilgenommen haben.
Ich kriege gerade die Anweisung, dass die nächste Gruppe bereit ist und ich freue euch, vorzustellen zu dürfen, die Gruppe Alpaka Chat, bestehend aus Konrad, Felix, Luis, Beppo und unterstützt von den MentorInnen Julia, Jana und Nils. Viel Spaß! Hallo, wir sind die Gruppe Alpaka Chat, bestehend aus Konrad, Felix, Luis und Beppo. Und wir haben eine kleine Chat-App ermöglicht. Und da sind uns folgende Probleme am Anfang begegnet. Zum Teil bei aktuellen Chat-Services haben wir eine kleine Auswahl erstellt und haben uns aufgeschrieben, was uns da nicht so gut gefällt. Bei WhatsApp ist es das zentrale System, was dabei schlecht ist. Das bedeutet, wenn der zentrale Server, der von WhatsApp eben auch betrieben wird, ausfällt, dass es eben dann nicht mehr möglich ist, irgendwelche Nachrichten zu schreiben. Und das ist natürlich sehr schlecht, wenn viele Leute darauf angewiesen sind und gibt dann WhatsApp und den Besitzern sehr viel Macht über den Chatdienst. Genau, außerdem hat uns dabei gestört der Kontaktupload. Das heißt, dass die Handynummern eben zwangsläufig, um den Dienst einigermaßen gut zu benutzen, hochgeladen werden müssen. Das ist insofern schlecht, indem Facebook eben regelmäßig größere Datenleaks erfahren hat und da die Daten nicht wirklich sicher sind. Dann scheint Signal eigentlich eine bessere Alternative zu sein. Da ist aber auch ein zentrales Hosting-System gewählt worden und der offene Code, der eigentlich sehr gut ist, ist zum Teil auch intransparent, was es auch nicht sehr vertrauenswürdig macht. Und zusätzlich wird auch eine Telefonnummer zum Anmelden benötigt. Genau, und wir haben da als Lösung eben Matrix gefunden. Das ist eben dezentral, also es ist eher wie E-Mails, dass man sich seinen Server aussuchen kann. Der wird dann nicht von einer zentralen Entität betrieben, sondern von ganz vielen Leuten, von der Community. Und es ist eben auch Open Source, so wie Signal, aber auch sehr transparent alles gemacht und sehr offen. Genau, aber da haben wir auch einige Probleme gesehen, zum Beispiel, dass Matrix oft mit der App Element benutzt wird. Und da ist eben die Auswahl von Servern mitunter sehr schwierig und kann am Anfang sehr verwirrend sein, was viele Nutzer zuerst sehr abschreckt und auch komisch wirken kann. Und dann ist die Benutzeroberfläche, also das, was man dann sieht, auch mitunter sehr komplex und nicht wirklich hilfreich. Und da haben wir uns eben eine Lösung überlegt. Genau, unsere Lösung ist folgendes. Wir entwickeln eine App, damit das natürlich für jeden einfach möglich ist. Diese App wird sowohl natürlich direkt auf dem Handy verfügbar sein, als auch, dass man diese App im Web verwenden kann, also zum Beispiel an einem Computer. Das Ganze soll einen möglichst niedrigschwelligen Einstieg ermöglichen. Das heißt, wir haben versucht erstmal oder wir werden versuchen, die Oberfläche möglichst ähnlich zu Messengern wie WhatsApp oder Signal zu halten, damit eben die bekannten Funktionen, die ein Nutzer, eine Nutzerin schon in WhatsApp oder in Signal kennt, direkt finden kann und auch nutzen kann. Wir versuchen natürlich auch den Einstieg für die NutzerInnen so einfach wie möglich zu machen, indem wir zum Beispiel eine Liste bereitstellen, wo man die bekanntesten Server von Matrix auswählen kann, damit man sich damit nicht zu gut auseinandersetzen muss und viel zu lange rumsuchen muss nach einem Server. Und wir versuchen auch das UI, also die Benutzeroberfläche, so simpel wie möglich zu machen, damit man sich gut zurechtfindet. Jetzt kommen wir zu den Daten und Technologien. Und zwar haben wir als Programmiersprache Dart und Flutter verwendet, die ähnlich zu Java aufgebaut sind. Dann haben wir auch ein Matrix-Protokoll verwendet. Und bei unserem Projekt werden die persönlichen Daten minimiert. Das bedeutet, dass Leute, die den Server hosten, dann nicht sehr viel über dich selber aussagen können. Zum Beispiel benutzen wir in unserem Projekt dann nur den Username und das Passwort. Dann kommen wir natürlich auch zu einer kleinen Live-Demo, damit ihr alle sehen könnt, wie das Ganze denn aussieht, wenn man es am Ende benutzt. Als erstes benötigen wir natürlich einmal ein Login. Der sieht natürlich jetzt anders aus, als man das vielleicht von WhatsApp oder Signal gewöhnt ist, da wir natürlich die Verbindung mit dem Matrix-Protokoll aufbauen müssen. Das heißt, wir benötigen hier einen Benutzername und ein Passwort, das vorher ausgewählt wurde.
Und jetzt kommen wir zu dem schwereren Feld, die Serveradresse. Und hier ist eben, wo viele andere Matrix-Apps einfach ein Problem haben, dass man nicht genau weiß, welchen Server nimmt man. Und da erleichtern wir das Ganze. Wir haben nämlich einen kleinen Serverauswahlknopf, da kann man ganz einfach draufdrücken. Dann findet man hier eben verfügbare Server. Hier ist dann zum Beispiel der offizielle matrix.org-Server. Den kann man auswählen und kann sich dann verbinden. Sobald wir das Ganze verbunden haben, ist es ganz einfach möglich, in diesem GUI sich zurechtzufinden. Das heißt, unten können wir einmal einen neuen Chat mit einer Person aufbauen. Wir haben unsere Nutzerseite, unsere Einstellungen, können uns ausloggen. Und wenn wir nun hier schauen, sehen wir ein kleines Symbol, was uns symbolisiert, dass eine neue Nachricht in diesem Chat vorhanden ist. Dort drücken wir ganz einfach drauf. Nun sehen wir unsere aktuellen Nachrichten. Wenn hier unten eine neue Nachricht schreiben und diese auch absenden. Unsere Vision für die Zukunft wäre dann noch, dass wir in unsere App eine Verschlüsselung einbauen, damit die Nachrichten gesichert übermittelt werden können und keiner zwischendurch mitlesen kann. Wir möchten gerne noch in die Serverliste mit einbauen, dass bei den verschiedenen Servern angezeigt wird, welche Daten sie über den Nutzer sammeln. Und wir möchten eine einfache Verbindung über sogenannte Bridges machen, damit man die App mit seinem WhatsApp verknüpfen kann und dann auch mit seinen WhatsApp-Kontakten über unsere App schreiben kann. Unser Source Code ist auch auf GitHub verfügbar. Dort ist nochmal der komplette Code verfügbar und sind noch ein paar Informationen dort aufgelistet. Dann möchten wir uns noch einmal bedanken. Einmal natürlich bei unseren Mentorinnen, das sind Julia, Jana und Nils, und bei euch fürs Zuhören. Und wir danken euch ganz herzlich für dieses tolle Projekt und diese super Präsentation. Und während sich jetzt die andere Gruppe fertig macht, habe ich noch die Gelegenheit, ein wenig darüber zu erzählen, wie wir den Fun am Wochenende aufrechterhalten konnten. Denn wir haben uns ja nicht live gesehen, sondern nur online. Und da ist es natürlich noch wichtiger, auch ein paar entspannte, nette Runden zusammen zu haben. Wie Laura eben schon mal gesagt hat, waren unsere Fun-Expertinnen sozusagen an dem Wochenende, Vanessa und die andere Laura. Und in unserem eigens eingerichteten Fun Room wurde unter anderem Gartic Phone gespielt, für diejenigen, die das nicht kennen. Das ist eine Art stille Post, wo natürlich am Ende was ganz anderes bei rumkommt, als am Anfang geschrieben wurde. Es ist immer sehr lustig. Und aber auch andere kostenlose Online-Multiplayer. Außerdem haben die beiden mit den Jugendlichen auch noch die Hardware-Gegenstände, das Hardware-Equipment. Ich hab das auch hier einmal neben mir. Oh, wie praktisch. Hast du das vorbereitet? Ich wusste nichts davon. Überraschung. Überraschung. Genau. Also hier ist vorne, glaube ich, so ein Mikrocontroller und so ein Sensor. Ich kann nicht genau sagen, und es fällt hier leider auch schon auseinander. Ich habe es, glaube ich, nicht ganz so behutsam behandelt. Jedenfalls, so in der Art könnte es aussehen. Das ist aber nur eine der Möglichkeiten. Also wir hatten dieses Angebot, haben aber auch gesagt, jeder, der sich da irgendwie spontan mal ausprobieren möchte, darf das gerne machen. Genau, deswegen da auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal Danke an Chris, der uns geholfen hat, diese ganzen Hardware-Gegenstände zusammenzubringen, zusammenzustellen, und an das fleißige Alpaka, was das Ganze per Post heil hingebracht hat. Ja, wir hatten also tolle Community-Action, und aus der Regie kam auch schon das Signal, perfekt getimt wie immer, dass wir weitermachen können. Und zwar mit der Gruppe Find New Friends, bestehend aus Linus, Ludwig, Jonathan, Xaver. Und unterstützt wurde die Gruppe von den Menti Christian und Matze. Viel Spaß damit. Ja, wir sind die Gruppe Find New Friends. Bestehend aus Linus, Jonathan, Ludwig und mir, Xaver. Ich stelle das heute jetzt alleine vor. Und unseren Mentoren natürlich Christian und Matze. Wir haben uns gedacht, wir haben festgestellt, dass es vor allem während Corona schon schwierig ist, einfach neue Kontakte zu knüpfen und Leute zu finden, die vielleicht auch dieselben Interessen oder Hobbys haben wie man selber. Und deshalb haben wir Find New Friends entworfen. Genau, das Endprodukt soll eine Webseite sein, mit der man eben Leute in seiner Umgebung finden kann, die Interesse an denselben Hobbys haben
oder auch also dieselben Interessen halt eben haben. Und das braucht natürlich eine Registrierung für den Benutzer, also ein Passwort und einen Benutzernamen. Und natürlich einen Bereich, wo man die Hobbys verwalten kann für sich selber, also zu sich selber Hobbys hinzufügen kann. Und genau. Und natürlich müssen natürlich die anderen Personen in der Nähe auch angezeigt werden mit den gleichen Interessen, dass man würde das Ganze ja keinen Sinn machen. Genau, was haben wir verwendet dafür? Als Datenbank haben wir SQLite benutzt und als Programmiersprachen Python mit dem Django Framework, HTML und CSS. Hier sieht man jetzt mal so einen Screenshot. Natürlich haben wir noch nicht alles umgesetzt, war ja klar. Genau, hier sieht man einen Screenshot. Darauf kann man jetzt hier die Alpakas, also die Nutzerinnen, sehen, die hier schon angelegt wurden. In dem Fall sind es nur drei, und zwar Jugendhackt, Hacker und Alpaka. Und da drüben kann man die Hobbys sehen. Jetzt kann man hier feststellen, der Jugendhackt, der spielt Fußball. Und Mate trinken, das tun Jugendhackt-Hacker und Alpaka gerne. Hier oben kann man sich dann einloggen bei dem Login-Button. Und was wir noch integrieren wollen, aber noch nicht geschafft haben, ist eine Map. Dazu würden wir dann OpenStreetMap benutzen, wo man eben dann seine Umgebung sehen kann und Menschen, die das auch, also die eben dieselben Hobbys praktizieren. Genau, was brauchen wir für die Zukunft noch? Was fehlt uns noch? Zum einen, wie ich schon gerade gesagt habe, müssen wir die Map hinzufügen. Dann muss man natürlich einen Umkreis angeben können und seinen eigenen Standort, sodass man Leute in seiner Umgebung finden kann. Und dann muss man natürlich mit diesen Leuten dann auch noch irgendwie in Kontakt treten können, sonst bringt das Ganze ja nichts. Genau, das war's eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich wollen wir uns nochmal super, also mega bei der ganzen Organisation und den Mentorinnen bedanken. Das war wirklich super, das Wochenende. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank an Linus, Ludwig, Jonathan und Xaver natürlich auch fürs Präsentieren. Auch ein sehr schönes Projekt, was wahrscheinlich jetzt, wo wir wieder ein paar Freiheiten zurück haben, sehr beliebt sein könnte. Mehr Hobbys. Ich würde die Zeit ganz gerne nutzen, um euch nochmal einen kleinen Einblick zu gewähren, was wir denn vielleicht am Freitagabend zusammen unternommen haben. Denn bei Jugendhackt geht es nicht nur darum, dass Prototypen entworfen werden und an Projekten getüftelt wird, sondern wir wollen natürlich auch ein bisschen in Diskussion treten und das können unsere Teilnehmenden verdammt gut. Wir haben das Format HackerInnenethik entwickelt. Das ist angelehnt an diese TV-Show 1, 2 oder 3, wo es darum geht, dass die Teilnehmenden eine Situation gestellt bekommen und dann entscheiden müssen, wie sie in dieser Situation oder in diesem Szenario reagieren würden. Wie würden sie entscheiden, wie würden sie handeln? Es ist immer super spannend zu sehen und so war es auch in diesem Jahr, um euch einen Einblick zu geben, welche Fragen denn da aufkommen und wie wir es irgendwie schaffen, in Diskussionen zu treten und auch, auch ein wenig darüber zu sprechen, dass unsere Teilnehmenden natürlich auch einer gewissen Verantwortung mit ihren Fähigkeiten nachkommen sollen im Rahmen unserer Gesellschaft und in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben, möchte ich euch einmal hier die Frage vorlesen, die Diskussion rund um offene Daten und die Verantwortung eröffnet hat. Und zwar lautete die Ausgangssituation: Für Jugendhackt bekomme ich von meiner Cousine, die bei einem Hamburger Energieversorger arbeitet, exklusiven Zugang zu Stromnetzdaten in einem maschinenlesbaren Format für die Dauer des Events. Und die entsprechenden Antwortmöglichkeiten oder Reaktionen findet ihr im Chat. Vielleicht könnt ihr ja einfach mal kurz durchgeben mit der Zahl 1, 2 oder 3. In unserem Format würde es heißen 0, 1 oder 2, 0. 1 oder 2, ja, richtig. Und mal schauen, wie ihr da drauf reagiert hättet. Also wie wärt ihr in diesem Szenario vorgegangen? Ich verrate euch auch gleich gerne, wie unsere Teilnehmenden reagiert hätten. Ich sehe eine 3, eine 2. Mhm. Das ist das mit der Ethik, ne?
gibt leider nicht immer so ein richtiges richtig. Ja, auf jeden Fall. Ich kann euch auf jeden Fall verraten, dass unsere Jugendlichen in diesem Szenario überbiegen und brechen, über verschiedene Ecken dann darüber da gelandet sind, darüber zu sprechen, was denn irgendwie Transparenz auch schaffen würde. Da ist der Satz gefallen, Transparenz schafft Vertrauen. Ziemlich starker Satz, wie wir von der Orga finden, die uns da, was uns da in Erinnerung geblieben ist. Oder auch die Diskussion um, sollte man mit offenen Daten Geld verdienen dürfen, war auch ein sehr spannender Input. Ist das nicht vielleicht sogar ein Widerspruch in sich? Denken Sie mal drüber nach. Die Jugendlichen tun das regelmäßig. Ganz genau. Und wir bekommen gerade die Ansage, dass ich heute zum letzten Mal oder die letzte Gruppe präsentieren darf. Und ich freue mich ganz besonders jetzt auf Henrik, Leo und Moritz mit ihrem Wallpacker, unterstützt von den MentorInnen Yuki und Caro. Wir sind die Gruppe Wahl P. Acker und bestehen aus Henrik, Leo und Moritz. Also erstmal, wie kamen wir überhaupt auf unser Projekt? Was war der Anlass? Also erstmal ist ja bald Bundestagswahl. Da muss natürlich dann auch jeder wissen, welcher Kandidat oder halt auch welche Kandidatin eben zu einem passt. Von wem kann man sich am besten vertreten fühlen, beziehungsweise von welcher Partei? Nun, warum wollten wir denn jetzt ein eigenes Projekt aufstellen? Also die bisherige Software, also wenn man jetzt zum Beispiel an den Wahl-O-Maten denkt, die ist sehr, sehr generisch, sehr allgemein. Also man bekommt eigentlich alles gefragt. Also beispielsweise, man interessiert sich für Umweltschutz, man wird Sachen über die Wirtschaft gefragt. Und hier ist eben das Problem, dass wenn man eben etwas gefragt wird, zu dem man sich eben sehr schlecht auskennt, dann kann es gut sein, dass man vielleicht eine unbeabsichtigte falsche Antwort gibt. Sprich, das Ergebnis könnte eigentlich verfälscht sein. Zudem muss man auch sagen, bei den bisherigen Programmen, da besteht eigentlich alles hauptsächlich auf Basis von Wahlprogrammen. Und da wissen wir alle, ob die jetzt alle so vertrauenswürdig sind, ist fraglich. Und deswegen wollten wir eher auf andere Quellen sozusagen zugreifen für unser Programm. Und dass unser Programm soll sozusagen eine Lösung dafür, für dieses Problem darstellen. Unser Endprodukt ist letztendlich eine Webseite, wo die Nutzenden zuerst auswählen, für welche Kategorien sie sich besonders interessieren. Das kann eine Kategorie sein, das können aber auch mehrere Kategorien sein. Daraufhin zeigen wir die vergangenen namentlichen Abstimmungen aus dieser Legislaturperiode des Bundestages an. Und die Nutzenden können ankreuzen, wie sie sich entschieden hätten bei den Antworten. Dazu zeigen wir noch eine kurze Zusammenfassung da. Die Daten beziehen wir von Abgeordnetenwatch mittels einer API. Eine API ist eine Schnittstelle zu anderen Programmen oder anderen Webseiten, wo wir die Daten herbekommen und diese dann bei uns mitverwenden können. Die Daten gäbe es auch vom Bundestag selber, allerdings nicht so gut aufbereitet wie von Abgeordnetenwatch. Und auch die extra Informationen beispielsweise zur Parteizugehörigkeit oder eine kurze Zusammenfassung sind bei Abgeordnetenwatch einfach sehr gut und sehr hochqualitativ. Technisch haben wir das mit Flask umgesetzt. Flask ist so ein kleiner Mini-Webserver, den hatte ja die Gruppe vorhin auch schon verwendet. Und die Daten von Abgeordnetenwatch cachen wir aber nochmal. Cachen heißt, wir speichern die an anderer Stelle zwischen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir enorm große Datensätze, also wir reden hier über mehrere tausend Einträge in der Datenbank am Ende. Aber auch die API von Abgeordnetenwatch ist etwas langsam. Und da ist das Problem, wenn eine Anfrage 2 Sekunden dauert, dann dauert es einfach ziemlich lange, bis unser Programm komplett durch ist. Und diese Dauer von 2 Sekunden lässt auch vermuten, dass wir dadurch eine relativ große Last bei Abgeordnetenwatch erzeugen. Und um das etwas zu reduzieren, haben wir auch bereits in der Entwicklung den Cache genutzt, um keine Last bei Abgeordnetenwatch extra zu erzeugen. Die Website ist eigentlich wie jede Webseite mittlerweile mit HTML und CSS gebaut. Und wir haben die Graphen in der Auswertung mit Chart.js umgesetzt. Genau, an dieser Stelle möchten wir euch gerne eine Live-Demo zeigen. Während wir uns vorbereitet, kann ich schon mal ein bisschen erzählen, was wir da sehen werden. Genau. Auf der ersten Seite sehen wir hier die verschiedenen Themen, die wir auswählen könnten, nach denen die ganzen Abstimmungen im Bundestag kategorisiert worden sind. Wir nehmen jetzt Wissenschaft, Forschung und Technologie. Auf dieser zweiten Seite sehen wir dann die verschiedenen Abstimmungen, die getroffen worden sind und sehen auch Details zu einzelnen Fragen, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, was das bedeutet. Da wählen wir jetzt bestimmte
eine Zustimmung von ungefähr 75% zu den Grünen haben und dann Linke als nächstes und so weiter bis zu den Parteilosen. Genau, das ist unser Projekt. Ja, hier ist noch... Okay, wenn man es gerade nicht gesehen hat, die Live-Demo, dann sind hier alternativ, da gehen wir gerade noch, okay, müssen wir die Screenshots machen, die Live-Demo machen? So, gut. Genau. Vielleicht nochmal gerade. Ja, also wir haben jetzt auf dieser zweiten Seite haben wir die verschiedenen Fragen, die wir auswählen könnten und können dadurch dann zeigen, was wir zustimmen, wem wir nicht zustimmen. Und auf dieser Seite jetzt sehen wir das Ergebnis, wo wir eine 75-prozentige Zustimmung zu den Grünen haben und dann Linke und so weiter. Genau. Jetzt nochmal Screenshots, falls die Live-Demo nicht hier funktioniert hätte, aber es hat ja funktioniert. Wir haben natürlich auch nicht alles geschafft, wie alle anderen Projekte auch. Und wir haben uns überlegt, dass wir noch in Zukunft eine Detailansicht einbauen könnten. Das bedeutet, dass wir auf dieser Ergebnisseite möchten wir vielleicht gerne wissen, was ist der Grund, warum wir eine Zustimmung von 75% zu den Grünen haben, allerdings zu einer anderen Partei nur deutlich weniger. Da könnten wir uns vorstellen, dass wir anzeigen, welche Partei bei welchen Fragen wie abgestimmt hat oder auch in Kombination mit dem nächsten Punkt, welche Personen wie abgestimmt haben von den einzelnen Parteien, weil wir verarbeiten aktuell die Daten von den namentlichen Abstimmungen im Bundestag. Deswegen kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Statt den Parteien könnten wir uns vorstellen, dass wir die DirektkandidatInnen nehmen, die in den einzelnen Wahlkreisen zur Verfügung stehen. Dann meistens sind ja die, oder zumindest ein Abgeordneter ist meistens ja schon im Bundestag drin und dann könnten wir genau sehen, dass der eine Direktkandidatin, für den wir die Erststimme geben, auch so abgestimmt hat, wie wir wollen. Dabei könnten wir uns auch vorstellen, dass wir die Kandidatin begrenzen auf welche, die nur ein begrenztes Nebeneinkommen haben, weil vielleicht uns das sehr wichtig ist. Genauso könnten wir uns auch vorstellen, das auf Landtage auszuweiten. Dafür bräuchten wir allerdings noch von diesen mehr Daten. Genau. Abschließend möchten wir uns noch sehr gerne bedanken bei der Orga, die dieses fantastische Wochenende hier organisiert hat und bei unseren MentorInnen Yuki und Caro. Vielen Dank dafür. Auch ein sehr spannendes Projekt. Da soll noch einer behaupten, die Jugend von heute sei nicht Politik interessiert. Das ist Quark. Das war auch schon unsere letzte Gruppe. Mir fällt ein großer Stein vom Herzen, dass das alles ohne große technische Schwierigkeiten hier geklappt hat. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Wir können so ehrlich sein. Es gab ein paar kleine Zwischenfälle bei der Generalprobe, aber ich glaube, wir haben gerade mal wieder unter Beweis gestellt, dass wenn die Generalprobe vielleicht etwas holprig läuft, die Abschlusspräsentation umso besser abläuft. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank auch an das Technikteam, die das möglich gemacht haben, aber auch an euch Teilnehmende, dass das so reibungslos funktioniert hat. Da wurde anscheinend auf jeden Fall noch fleißig geübt und es hat sich gelohnt. Ja. Ich glaube, wir sind am Ende unserer Präsentation angelangt und für mich oder uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, das war Jugend hackt, Remote aus Köln 2021. Wir hoffen, wir sehen viele von euch nächstes Jahr wieder. Wenn ihr es aber gar nicht mehr abwarten könnt und es euch schon so in den Fingern juckt, wollen wir natürlich auch auf Hamburg, unsere Kolleginnen aus Hamburg hinweisen. Denn Jugend hackt in Hamburg findet vom 9. bis zum 11. Juli statt. Das ist schon die Anmeldung. Monat. Genau, die Anmeldung ist auch nur noch 2 Tage online. Solltet ihr also Lust haben, freuen sich unsere Kolleginnen aus Hamburg, wenn ihr da mal vorbeischaut. Genau, das wäre es von unserer Seite. Wir wollen uns nochmal ganz herzlich bedanken an alle Beteiligten, an die Teilnehmenden, an euch ZuschauerInnen, dass ihr so fleißig auch kommentiert habt. Vielen herzlichen Dank. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Oh, den Satz. Und den Caro.
Ja, ich muss jetzt gucken, dass ich meinen Schlusssatz nicht versemmel. Wir stellen uns wieder vor, wir sitzen noch in unserem Raumschiff. Und deswegen würde ich jetzt sagen, Houston, wir landen jetzt. Bitte alles aussteigen. Feierabend.